ja, manchmal sitzen Schmerz, Krankheit, Trauer sehr, sehr, sehr tief. Und da gibt es eine Übung, für die Sie allerdings eine grundsätzliche Stabilität im Leben brauchen. Im Zweifelsfall reden Sie mit Ihrem Therapeuten, mit Ihrem Arzt zuvor darüber, ob sich diese Übung überhaupt für Sie eignet. Sie brauchen eine gewisse Stabilität und sich auch die Bereitschaft auf etwas sehr, sehr Tiefes, sehr, sehr Endgültiges einzulassen. Ich habe vor Jahren mal eine kleine Schrift verfasst, die in einer Meditationszeitschrift veröffentlicht wurde über den Tod im Christentum und in der Meditation. Und der Tod spielt nicht nur im Christentum, sondern in allen Religionen eine ganz, ganz große Rolle. Und der spielt auch in der echten, gelebten Philosophie, nicht in der Kopfphilosophie, eine große Rolle. Der Heidegger sagt einmal, der Mensch wird im Vorauslaufen in den Tod überhaupt erst zum Menschen. Ohne den Tod wären wir nicht Menschen, wir wären gewissermaßen Halbgötter, die eine ewige Lebenszeit hätten, die wir nicht gliedern müssten, die wir nicht nutzen müssten. Nutze den Tag, das macht nur Sinn, wenn eines Tages auch unsere Tage zu Ende sind. Und so spielt diese Meditation, die ich Ihnen jetzt beschreibe, eine ganz, ganz tiefe Rolle in verschiedenen Formen, in verschiedenen Kulturen. So wie ich sie jetzt beschreibe, habe ich sie als effektiv, am effektivsten erlebt. Ich habe sie von einem tibetischen Lama, der früher zu Lebzeiten der Stellvertreter des Dalai Lama in Hamburg hier in Deutschland war. Und sie ist ganz, ganz einfach. Es war eigentlich in einem Belehrungsseminar, wo es um buddhistische Weisheit ging damals. Und er hat dann immer wieder uns meditieren lassen. Und dann hat er einfach mal gesagt, wir sollen uns vorstellen in einer Meditation, wie unser Skelett frei wird. Von diesem Punkt am Auge aus wird unser Körper sozusagen skelettiert. Wir sehen nur noch die Knochen, die Kopfknochen, die Halsknochen, die Bauch-, Brust-, Wirbelsäule, Knie, Füße. Und diese Todeserfahrung breitet sich aus, dort wo wir leben, in diesem Haus. Sie breitet sich über das Haus aus, über das Stadtviertel, über die ganze Stadt, über ganz Bayern, über ganz Deutschland, über ganz Europa, über die ganze Welt, über das ganze Sonnensystem, über die ganze Galaxie und über das ganze Universum. Wenn wir in dieser Todeserfahrung sind, wenn wir tot sind, wir können keine Trauer empfinden. Wir können nichts sehen, wir können nichts hören, wir können nichts fühlen, nichts riechen, nichts schmecken. Und wir machen dann eine tiefe existenzielle Erfahrung mit uns selber, die man nicht beschreiben, die man nicht in Worte fassen, die man nur wahrnehmen kann. Um dann zu erleben, wie wir uns vorstellen, wie das Universum wieder belebt wird, die Galaxie, das Sonnensystem, diese Erde, Europa, Deutschland, Bayern, Augsburg in meinem Fall, dieses Wohnviertel, dieses Haus, mein eigener Körper. Es bildet sich wieder Fleisch an meinen Beinen, an meinem Oberkörper, Arme, Hals, Kopf, bis auf diesen Punkt, ein kleiner, winziger, mikroskopisch kleiner Punkt, nehmen wir praktisch dieses Bewusstsein unseres eigenen Knochens hier an der Stirn wahr.
Uns diesen Trost, den diese Übung dann spendet, wenn wir uns ganz darauf einlassen wollen und können, gibt, wahrzunehmen. Es ist eine sehr tiefe Übung und eine sehr trostreiche Übung aus dem Buddhismus, aber wie gesagt, analog gibt es das im Christentum, gibt es das im Hinduismus, gibt es das im Schamanismus. Im Schamanismus heißt es nur, wer den Tod erfahren hat, kann ein Schamane sein. Und im Christentum, wenn das Weizenkorn nicht stirbt, kann es nicht leben, kann es nicht sich verwandeln, kann es nicht zur Pflanze werden und kann es nicht neue Früchte bringen. Ich wünsche Ihnen mit dieser Übung, wenn Sie sich darauf einlassen wollen und können, das will wohl überlegt und geprüft sein, die Erfahrung, die ich immer wieder mit dieser Übung machen konnte. Ich habe früher ganze Seminare zu dieser Übung sehr erfolgreich gegeben und jeder, der diese Übung über ein Wochenende praktiziert hat, ist mit einem größeren Frieden im Herzen wieder hinausgegangen in die Welt nach diesem Wochenende. Diesen Frieden wünsche ich Ihnen und wenn Sie Hilfe brauchen, diesen Frieden zu finden, auch mit anderen Verfahren auf einer anderen Ebene, mehr der Verhaltensebene, mehr der kognitiven Ebene, dann empfehle ich Ihnen auch ein Coaching, das Sie zu dieser Erfahrung begleitet. Ihnen bis dahin alles Liebe und Gute, Ihr Matthias Möller, auf Wiederhören.